Güter wie der Willen. Ein Wattpad-Roman von Wurzel Sumi. Kapitel 1. Müde schloss Floh ihren Spind auf und verstaute das große Mathebuch zwischen den anderen Büchern. Der Unterricht war zum Glück geschafft für heute. Die Mathestunde von Mr. Archer zog sich heute wie Kaugummi und sie hatte wirklich Mühe gehabt, nicht einzuschlafen. Sein Unterricht war zwar nie besonders spannend, aber heute hatte sie das Gefühl, als wolle der Zeiger der Uhr einfach nicht weiter ticken. Mehrmals hatte sie geprüft, ob ihre Armbanduhr nicht nachher stehen geblieben war. Aber leider war dem nicht so. Die Stunde verging nur einfach nicht. Nachdem sie schnell ihre Schultasche in ihren Schrank verstaut hatte, zog sie eilig ihre weißgrünen Pompons aus dem Spind und schulterte ihre Sporttasche. Nachdenklich musterte sie die Pompons in ihrer Hand. Sie konnte es immer noch nicht richtig glauben, dass sie tatsächlich aufgenommen wurde. Aber es war so. Sie war nun ein Cheerleader. Eigentlich hatte sie sich nur wegen ihrer Mutter beworben. Sie war so aus dem Häuschen gewesen, als sie erfahren hatte, dass der Squad ihrer alten Highschool neue Mitglieder suchen würde. Ihre Mutter war selbst zur Highschool-Zeit Cheerleader und sogar der Heat-Cheerleader, also der Chef des Teams. Sie hätte doch nie im Leben gedacht, dass sie wirklich aufgenommen werden würde. Sie bestach eher mit zwei linken Füßen anstatt mit anmutigen Bewegungen. Hätte sie das geahnt, hätte sie es vielleicht lieber gelassen. Aber sie wollte ihrer Mutter eine Freude machen. Wenn sie dann nicht genommen worden wäre, hätte das Thema aber zum Glück endlich ein Ende gehabt. Flo machte sich eigentlich noch nie groß etwas aus Sport, insbesondere Cheerleading. Ganz zum Leidwesen ihrer Mutter. Schon oft hatte sie ihr daher ein Ohr abgekaut, wie wichtig solche Highschool-Erfahrungen doch waren. Aber sie konnte damit bisher einfach nichts anfangen. Als sie ihre Mutter dann aber so erwartungsvoll mit der Hoffnung, ihre Tochter könne in ihre Fußstapfen treten, angesehen hatte, konnte sie einfach nicht Nein sagen. Sie war ja froh, dass ihre Mutter endlich wieder lächelte. Seit sie vor ein paar Monaten in die Heimatstadt ihrer Mutter gezogen waren, sah man das bei ihr nur selten. Zu groß war die Verletzung und der Schmerz durch die Trennung von ihrem Vater. Also war sie jetzt halt Cheerleader. Und auf irgendeine Weise machte die ganze Sache schon irgendwie Spaß, musste sie sich eingestehen. Sweetheart, eine bekannte Stimme, holte Flo abrupt wieder aus ihren Gedankengängen zurück. Schnell schloss sie ihren Spind, drehte sich herum und sah in ein grinsendes Gesicht. Nein, so schlecht war der ganze Cheerleader-Kram wirklich nicht. Sie wäre sonst nicht bei einem gemeinsamen Training mit dem Footballteam, wobei gemeinsam eher damit gemeint war, dass sie denselben Platz benutzte, mit Riley zusammengestoßen. Sie hätte ihn womöglich nie kennengelernt. An ihrer alten Schule hing sie nie mit den Sportlern herum. Verliebt sah sie in seine blauen Augen hinauf und stellte sich auf ihre Zehenspitzen, um ihm einen Kuss zu geben. »Hey, was machst du denn hier? Musst du nicht zum Training?« Lächelnd legte Riley ihr einen Arm über ihre Schulter und zog sie an sich heran. »Ich wollte dich vorher noch mal sehen.« Rot um die Nasenspitze lief sie mit ihm den Schulflur entlang und verließ das Gebäude. Langsam schlenderten die beiden hinaus zum Sportplatz. Da die Turnhalle renoviert wurde, teilte sich das Footballteam und das Squad immer noch den Sportplatz. Lächelnd sah Flo hinauf zu Riley. Es war noch alles so neu für sie. Sie hatte jetzt einen Freund. Und was für einen. Sein Lächeln ließ sie einfach dahinschmelzen und ihre Beine zu Butter werden. Dass seine blonden Haare wie goldene Seide in der Sonne glänzten, machte das Bild einfach perfekt. Sie hätte nie gedacht, dass sie wirklich mal, wie so ein verliebter idiotischer Teenager, seinen Freund anmachen würde und sich so benehmen würde. Aber sie konnte gar nichts dagegen machen. Flo wusste, dass viele Mädchen auf ihn flogen, aber er hatte sich für sie entschieden. Stolz drückte sie sich näher an ihn heran und legte ihren Kopf an seine Brust. Seit 2 Wochen waren sie nun zusammen. Ihre Mutter war total aus dem Häuschen gewesen, als sie offenbart hatte, dass sie nun einen Freund hätte. Und als sie gehört hatte, dass er ein Footballspieler war, bekam sie regelrecht Schnappatmung. Sofort schwelgte sie in alten Erinnerungen, an denen sie Flo natürlich sofort teilhaben ließ. Stundenlang zeigte sie ihr alte Jahrbücher und erzählte unzählige Geschichten. Geduldig hörte Flo ihr auch zu und freute sich, ihre Mutter mal wieder so ausgelassen zu sehen. Riley stupste Flo mit seinem Finger gegen ihre Nase. »Ein Penny für deine Gedanken, du scheinst heute etwas abwesend zu sein.« Verlegen räusperte sich Flo und kratzte sich an ihrem Kopf. »Entschuldige, wollen wir nach dem Training noch irgendwas zusammen machen?« »Gern«, fiepste sie und sah verlegen zur Seite. Sie war immer noch so nervös in seiner Nähe. Sie wollte doch nichts falsch machen oder sich vor ihm blamieren. Und doch passierte ihr immer wieder so etwas. Schnell sah sie daher weg, damit er nicht sehen konnte, dass sie schon wieder rot wurde. Ihr Blick wanderte über den Sportplatz. Schon von Weitem konnte sie sehen, wie Stella schon wieder alle herumkommandierte und heruntermachte. Am liebsten hätte sie jetzt auf der Stelle kehrt gemacht und wäre nach Hause gegangen. Sie konnte sie einfach nicht leiden. Nur weil ihre Eltern reich waren und sie der Heat-Cheerleader war, dachte sie wohl, sie könne sich alles erlauben. »Stella, wie sie leibt und lebt«, stöhnte Flo und pustete genervt aus. »Irgendwann wirst du der Chef des Teams und dann kickst du sie einfach raus.« Riley zwinkerte ihr zu und sah dann auch wieder zum Spielplatz herüber.
Flo schüttelte ihren Kopf. Das war absurd. Sie war die Neue im Team und dazu auch noch neu an der Schule. Doch ständig sagte er das. Er war der festen Überzeugung, dass sie Stella bald ablösen würde. Nur weil ihre Mutter eine Legende an der Schule war, da sie mit ihrem Team einen Sieg nach dem anderen einsackte, war sie noch lange nicht so talentiert wie ihre Mutter. Bis zu ihrem Umzug nach Chattanooga hatte sie noch nicht einmal etwas damit am Hut gehabt. Sie interessierte sich eher für Musik oder Bücher. Ach, so ein Quatsch. Die beiden hatten den Sportplatz beinahe erreicht, als Riley auf einmal stehen blieb, nach Flos Händen griff und sie zu sich herumdrehte. Das ist kein Quatsch. Du hast Talent und dir liegt es im Blut. Sanft nahm er ihr Gesicht in beide Hände und beugte sich zu ihr herunter. Aufgeregt schloss Flo ihre Augen. Seitdem sie das mit den Küssen heraus hatte, konnte sie gar nicht genug davon bekommen. »Denkst du unseren Quarterback schon wieder vom Training ab, Schwesterchen?« Ertönte es plötzlich hinter ihnen und erschrocken fuhren die beiden auseinander. Flo verdrehte genervt die Augen, sah über ihre Schulter und funkelte ihren Bruder böse an. »Halt die Klappe, Scott! Merkst du nicht, dass du störst?« Lachend klopfte Scott Riley auf die Schulter. »Ich weiß immer noch nicht, warum du dir ausgerechnet meine nervige kleine Schwester ausgesucht hast.« »Scott!« schnaubte Flo und verschränkte ihre Arme. Ihr Bruder konnte es einfach nicht lassen. Er tat immer so, als wäre er Jahre älter, doch in Wahrheit waren es lediglich 20 Minuten. Er brauchte sich also gar nicht zu ausspielen, nur weil er zuerst geboren wurde. Sie waren Zwillinge, doch hatten sie, zu Flos Erleichterung, bis auf denselben Nachnamen und die braune Haarfarbe, nichts gemeinsam. Er war schon immer eine Sportskanone, hatte viele Freunde und war stets beliebt. Sie hingegen war da eher der unscheinbare Außenseiter mit einer Handvoll Freunden, wobei sie das nie gestört hatte. Aber es war vielleicht wirklich auch mal eine Erfahrung, mal die andere Seite kennenzulernen. »Also gut, Sweetie, ich muss wirklich los zum Training. Ohne mich bekommen die Jungs doch gar nichts hin.« Grinsend nahm Riley Scott in den Schwitzkasten und verstrubbelte seine Haare. »Alter, lass das«, schimpfte Scott und befreite sich von ihm. Glucksend sah Flo den beiden zu, bis sie ein lautes Keifen hinter sich hörte. »Flo, wenn du dich dann auch mal bequemen könntest, zum Training zu kommen.« Laut stöhnte Flo auf und winkte den beiden Jungs zu. »Ihr habt Stella gehört, ich muss dann.« Schnell gab ihr Riley noch einen Kuss auf die Stirn und machte sich dann auch mit Scott auf den Weg zu den anderen Footballspielern. Schwungvoll drehte sich Flo auf ihrem Absatz herum und grinste schief. »Ich komm hier schon«, flötete sie übertrieben freundlich und lief mit Stella los. »Deine Haare lässt du aber nicht so«, zeterte Stella und fuchtelte wie wild mit ihren Händen herum. »Nein, Stella, ich mach mir einen Zopf.« Demonstrativ blieb sie stehen, zog ein Haargummi aus der Hosentasche heraus und hielt es in die Höhe. »Gut, dann geh dich umziehen und Tempo, die anderen sind schon mit dem Aufwärmen fertig.« »Ja, ja«, wedelte Flo mit ihrer Hand und steuerte die Sporthalle an. Die Halle wurde zwar renoviert, aber die Umkleidekabinen konnten sie zum Glück noch nutzen. Hinter sich hörte sie Stella schon wieder die Nächsten anbrüllen und Flo fragte sich ein weiteres Mal, warum sie sich das überhaupt antat. Nicht nur Stellas ständiges Gemotze. Nein, dazu kam ja auch noch, wenn du ein Cheerleader warst, solltest du dich auch dementsprechend kleiden und dich an einen bestimmten Dresscode halten. Beim Training war das ja eine Sache, aber was sie privat trug, ging die anderen doch überhaupt nichts an. Es gefiel Stella natürlich gar nicht, dass sie nicht wie die anderen Röcke, hautenge Jeans, dazu eng anliegende Tops und ähnliches, wobei dabei der akkurat frisierte Pferdeschwanz natürlich auch nicht fehlen durfte, trug, sondern sie meistens in Jeans mit einem einfachen T-Shirt oder Hemd darüber in der Schule auftauchte. Ihre Haare kämmte sie vor der Schule nur schnell durch und ließ sie dann einfach offen über ihre Schulter fallen. Keine perfekte Frisur, ganz Cheerleader untypisch. Aber sie schlief halt lieber länger, statt sich stundenlang vor der Schule zu frisieren. Wenn sie so durch die Schule schlenderte, würde keiner, der es nicht wusste, denken, dass sie zum Squad gehörte. Schnell lief sie zu der Tür, zu den Umkleidekabinen zu. Kurz musste sie an ihre Mutter denken. Sie war so stolz auf sie und hatte all ihren Freunden erzählt, dass ihre Tochter in ihrem alten Team aufgenommen wurde. Ein kurzer Seufzer entwischte Flo. Ihr Blick wanderte über ihre Schultern und sie beobachtete die Mädchen, wie sie Stellas Anweisungen folgten. Es schadete ja nicht, sich die ganze Sache noch ein wenig anzugucken. Und bis auf Stella machte es ja schon Spaß. Sich selbst zunickend, dass sie einfach das Beste draus machen würde, legte sie ihre Hand auf die Klinke der Tür, als sie nicht weit von sich jemanden an der Mauer der Halle herumschleichen sah. Viel konnte sie nicht erkennen, da die Person die Kapuze des Pullis halb ins Gesicht gezogen hatte, aber ihr fiel sofort ein seltsames, weißes Zeichen auf dem Rücken auf. Es leuchtete regelrecht auf den schwarzen Stoff. Von der Statur würde sie sagen, es war ein Junge. Aber was machte er hier? Zum Footballteam gehörte er ihres Erachtens nicht. Und warum schlich er hier so rum? Suchte er etwas? Räuspernd machte sie sich bemerkbar und zog ihre Augenbraue in die Höhe. Nicht, dass es irgendein Spanner wäre, der versuchte, in die Frauenumkleidekabine zu gelangen. Erschrocken fuhr die Person herum, blickte unter der Kapuze hindurch und sah sie direkt an. Ja, es war definitiv ein Junge. Was machst du hier? Das geht dich nichts an, brummte er, drehte sich wieder um und ging schnellen Schrittes davon. Irritiert blickte sie ihm noch hinterher.
bis sie schließlich kopfschüttelnd die Tür zur Umkleidekabine öffnete. Seltsamer Typ, murmelte sie und huschte in die Halle. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt und bewertet es doch bitte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.